Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen ÖPNV-News hier am Sonntag. Wir haben so unglaublich viele News, dass ich sagen würde, wir starten direkt durch. Anfang macht auch direkt der Lotus-Simulator. Hier wurden viele Straßenbahnen in letzter Zeit angekündigt, die wir euch heute mal hier vorstellen möchten. Unter anderem haben wir hier die Straßenbahn von Aki und Liv, die aktuell an der VBZ BE46 Tram 2000er, die erste Serie BLT BE46 und BE48 200er und die BLT BE610 Tango aktuell für den Lotus-Simulator bauen. Es gibt aktuell noch keinen Release-Termin zu diesen beiden Straßenbahnen, zu diesen drei Straßenbahnen. Die Tram 2000 ist der Name eines Tramtyps, der von der Verkehrsbetrieben Zürich VBZ betriebenen Straßenbahn Zürich mit den Bauartenbezeichnungen BE46, BE24 und BE48, von dem zwischen 1976 und 1992 zusammen 171 Exemplare gebaut wurden. Neben dem Grundtyp BE46 umfasst die Fahrzeugfamilie als weitere Typen führerstandslose Beitriebwagen BE46 und BE24 sowie durch Umbau entstandene teilweise niederflurige BE48. Die Stadtbahnfamilie Tango wurde von Stadler Rail aufbauend auf der BE46, der Vorspann und den gleichzeitig gebauten BE48 der Trogener Bahn sowie den Erfahrungen mit der von Adrans übernommenen Variobahn entwickelt. Die Fahrzeuge zeichnen sich durch einen variablen Niederfluranteil und herkömmlichen Drehgestelle aus, die komfortable Laufeigenschaften einer geringen Wartungsaufwand und eine Höchstgeschwindigkeit mit bis zu 100 km/h erlauben. Dementsprechend können die Tango auch außerhalb von Städten auf regionalen Strecken eingesetzt werden. Den vollen Link packe ich euch unten rein, da könnt ihr euch das Ganze nochmal direkt anschauen und durchlesen. Weiter geht's mit einer weiteren Straßenbahn für den Lotus-Simulator und dabei handelt es sich um die Siemens Ultra Low Floor, auch genannt ULF. Ich habe geplant, die Wiener Niederflurstraßenbahn Ultra Low Floor, im Volksmund auch einfach ULF genannt, für Lotus umzusetzen. Das Fahrzeug ist eine Spezialanfertigung für die Wiener Linien, welche auf den Traditionsbetrieb Simmering Graz Pauker von Siemens aufgekauft und firmiert heute unter Siemens Mobility GmbH zurückgeht. Das wird aktuell von Bella Ciao für den Lotus-Simulator gebaut. Auch hier gibt es aktuell keinen Release-Termin. Wenn ihr weitere Bilder sehen möchtet, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch weiterhin geht's weiter mit einer weiteren Straßenbahn. Wir versuchen den NF6 so gut es geht ins Spiel umzusetzen. 1:1 wird er nicht, daher kann und wird es Unterschiede zum Original geben. Dennoch hoffe ich, dass unsere tagelange Arbeit euch gefällt. Aktuell wird an folgenden Punkten gearbeitet: dem Blinker außen, Rundung, Front und Heck, Dachaufbau, Achsen und Kupplung. Wann der NF6 das erste Mal auf die Schiene kommt, ist aktuell nicht abzusehen. Es fehlen auch noch einige Dinge am Fahrzeug, diverse Details und so weiter. Wir arbeiten dran und schauen, was der weitere Verlauf der Entwicklung so bringt. Das kam direkt über Discord rein, könnt ihr bei uns einfach mal auf dem Discord vorbeischauen, da findet ihr natürlich noch weitere Bilder. Aber es gibt noch mehr Straßenbahnen für den Lotus-Simulator. Es sind aber nicht alle Fahrzeuge. Viele Fahrzeuge erscheinen noch für den Lotus-Simulator, wie zum Beispiel von Kartoffelphantom, der KT4D und der T6A2. Ein erstes Bild von einem Solaris der vierten Generation sieht man schon im Aufbau oder auch eine Konvertierung einer alten Wiener Straßenbahn. All das wartet in den nächsten Monat auf den Einsatz im Lotus-Simulator. Lotus hat ein neues Video veröffentlicht, welches die KI zeigt, zu sehen, wie sich die KI verhält, Ampelphasen einhält, gemeinsam abbiegt und das mit ausreichend Abstand. Fahrzeuge, die durch andere Fahrzeuge fahren, sehen wir nicht mehr, anders als im letzten Video. Wir sehen, die KI schreitet mit großen Schritten endlich voran, sodass wir bald mit der KI in Lotus Simulator rechnen können. Wie das Ganze im Editor aussieht, wie man zum Beispiel die Pfade legt, davon sieht man noch nichts. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit der KI. In Lotus selbstverständlich. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das vollständige Video dazu mal anschauen möchtet. View App meldet sich auch zurück. Wir haben hier, in Zeiten wie diesen ist es für jeden persönlich schwierig und eine Herausforderung, mit den aktuellen Einschränkungen angemessen umzugehen, um Gesundheit, Isolation und wirtschaftlichen Fortbestand unter einen Hut zu bekommen. Unsere Mitarbeiter von View App können alle von zu Hause arbeiten, um sich und allen anderen zu schützen. Auch in Zeiten der Krise setzen wir nicht auf Personalreduktion
oder Kurzarbeit. Im Gegenteil. Wir arbeiten an coolen Sachen und wollen euch heute eines unserer aktuellen Projekte vorstellen, welches wir mit unserer Partnerfirma Artworks VR-FIS Österreichs führende Forschungseinrichtung auf dem Gebiet von Visual Computing und René Andritsch gestartet haben. Fotofassade, hochqualitative 3D-Gebäudemodelle mit Wiedererkennungswert. In den Link in der Videobeschreibung erfahrt ihr selbstverständlich noch mehr darüber. Dieses Produkt hat beim Fördercore Creative Solutions im vergangenen Jahr überzeugt und wird durch die AWS Austria Wirtschaftsservice finanziell unterstützt. Also VueApp ist nicht ruhig, sondern arbeitet währenddessen an ein anderes Projekt. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Ein Team aus erfahrenen Tester, die uns auch schon bei der OmSIMAP Bad Hügelsdorf 2020 tatkräftig unterstützen, prüfen nun die C2-Busse noch einmal auf Herz und Nieren. Damit ist es bestätigt, die C2-Stadtbusfamilie existiert wohl noch. Harlequin hat jetzt in den letzten Tagen einen Post dazu veröffentlicht. Momentan wird das Feedback der Tester ausgewertet und Funktion und Ausstattung ergänzt und angepasst bzw. korrigiert. Wann die Tests abgeschlossen sein werden, können wir nicht abschließend sagen, aber die letzten Arbeiten gehen gut voran. Den Link findet ihr auch hier wieder in der Videobeschreibung. OmSI 2 Düsseldorf hat einen Release-Termin. Es ist der 7.4.2020, um ca. 12 Uhr soll das Ganze dann auf Steam erscheinen. Dieser DLC führt für OmSI 2 kostet 29,99 Euro und enthält neben der Strecke auch den Solaris Urbino der vierten Generation, der in zwei Ausführungen erscheint. Wir haben euch dazu, wie gesagt, das Bild nochmal gepostet, wo wir auf Facebook direkt nochmal nachgefragt hatten. An der Stelle ein Dankeschön an Hobby. Eine neue Karte für OmSI 2 Projekt Landkreis Krefeld wurde jetzt angekündigt. Diese Strecke wird aktuell von Kev Geile und FaceGamer 2002 für den OmSI 2 Simulator gebaut. Sie beinhaltet insgesamt zwei Bus- und Bahnlinien. Die Stadtbahnlinien 3, Europaplatz, Westkreuz, Stadtbahnlinie 5, Zoopark, Flughafen, Airport, Stadtgelenkbuslinie 48 von Ruhla Hauptbahnhof nach Krefeld Bahnhof wird vielleicht noch verlängert und die Stadtbuslinie 49 Gemeindeplatz Schillerstraße. Das Ganze wurde uns direkt auf dem Discord zugespielt. Wenn ihr da weitere Bilder sehen wollt, kommt gerne und schaut's euch an. Trainsim World Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist erschienen. Sie entscheiden, wie Sie die Trainsim World Hauptstrecke Rhein-Ruhr spielen wollen. Übernehmen Sie die Kontrolle und meistern Sie moderne Triebzüge, halten Sie den Fahrplan ein und erledigen Sie wichtige Aufgaben oder genießen Sie einfach die Aussicht als Fahrgast. Sie können außerdem auch tolle Screenshots machen oder sich auf der Suche machen und alle Aufgaben erledigen, wofür Sie sich auch entscheiden. Es gibt eine Menge zu sehen und zu erleben in Trainsim World Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Das Ganze kostet auch 29,99 Euro, ist auf Steam erhältlich. Wir haben bereits schon vorab das Ganze angeschaut. Wenn ihr euch den Livestream dazu angucken möchtet, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Kaum ist das eine DLC erschienen, kündigt RSSLO schon das nächste an. Die Gieselbahn von Wörgl nach Saalfelden wurde jetzt mit einem Bild auf Facebook angekündigt. Spannend hier wieder der Cityjet von der ÖBB. Das letzte Add-on Salzburg-Wels war sehr schön gestaltet worden. Wir gehen davon aus, dass auch dieses Add-on an den technischen Stärken weiter festhält. Wann genau dieses Add-on erscheinen soll, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Sobald es hier neue Infos gibt, werden wir euch das wissen lassen. Den Link, wie gesagt, zur Facebook-Post packe ich euch unten mit rein. Auch der Flight Simulator 2020 meldet sich zurück mit einem neuen Video, der den Multiplayer-Modus zeigt. Sehr interessant auf jeden Fall wieder hier zu sehen, wie schön das Ganze aussieht, wie sich das Ganze spielt, wie flüssig das Ganze aussieht und wie schön allgemein diese ganze Simulation aussieht. Also wenn das wirklich so weitergeht mit dem Flight Simulator 2020, dann erwartet uns dieses Jahr ein absolut echtes Highlight, was man sich ausdenken kann. Zusammenfliegen mit Freunden, mit Leuten aus aller Welt. Ich denke mal, das ist schon ein absolutes Highlight, was man auf jeden Fall mal gemacht haben muss. Leider sieht man hier in diesem Video noch nicht, ob man hier zusammenfliegen kann oder ob man nur einzelne Flugzeuge fliegen kann. Aber was man hier auf jeden Fall sieht in diesem Video ist, dass man halt mit der ganzen Welt fliegen kann. Ob man das Ganze jetzt realistisch macht oder einfach nur just for fun, das ist dann euch überlassen. Auch gibt es hier die Möglichkeit, dass ihr während des Fluges einfach aussteigen könnt oder falls eure Internetleitung einfach versagt, dass ihr ganz einfach aus dem Spiel rausgeht. Das Flugzeug verschwindet nicht, es fliegt dann und es wird weiter von der KI geflogen.
Also all das, wie gesagt, und noch mehr findet ihr in dem Video, was ich euch unten in die Videobeschreibung verlinke. Da könnt ihr euch das ganze Video direkt mal anschauen. Gute Neuigkeiten! In Kürze ist das endlich soweit. Am 14.04.2020 erscheint die offizielle Kartenerweiterung für die Konsolenversion des Bus-Simulator als DLC im PlayStation Store und im Microsoft Store. Merkt euch den Termin am besten jetzt schon mal in eurem Fahrplan vor. Das Ganze erscheint jetzt am 14. April 2020. Was das Ganze kostet, steht noch nicht fest. Wir werden euch aber weiterhin auf dem Laufenden halten und sobald das Ganze natürlich erschienen ist, werden wir unser Let's Play zum Bus-Simulator selbstverständlich wieder fortsetzen. Und zu guter Letzt gibt es hier noch einen kleinen Sale, der kommt von Aerosoft. Überall OMSI, gestern die Ankündigung der Düsseldorf-Erweiterung, nächste Woche der Release des Digibus-Phantom-Erweiterung, heute der Hinweis auf ein Sale. Noch bis Sonntag gibt es bei uns im Shop 30% Rabatt, sowohl auf Boxen als auch auf Download-Versionen von OMSI und OMSI Add-ons. Also schnell zuschlagen. Packt euch den Link natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Also falls ihr da noch was günstig abstauben wollt, dann schaut am besten vorbei. Und vergesst nicht, stay at home, bleibt zu Hause zu diesen schwierigen Zeiten. Und damit sind wir auch am Ende der News angekommen. Großartig. Ja, das war nun wirklich eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle Fragen oder ich konnte euch alle Fragen jetzt endlich beantworten. Falls noch Fragen sein sollte, schreibt es unten in die Kommentare, lasst es uns wissen. Vielleicht können wir auch noch irgendwas besser machen, dann nutzt da die Kommentarfunktion. Wir würden uns da sehr über Feedback freuen. Oder ihr euch gefällt das Ganze so, dann lasst einfach ein Like da. Das ist auch eine tolle Sache. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und ja, hoffentlich wieder bis nächste Woche Sonntag. Tschüss!